Jedes Jahr releasen etliche MMORPGs, aber nur einige wenige schaffen es langfristig zu überleben. Heute schauen wir uns 7 verschiedene MMORPGs an, die letztes Jahr erschienen sind, und nehmen diese ganz genau unter die Lupe. Ganz am Schluss werfen wir dann noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Am 7. Februar 2023 erschien Gloria Victis exklusiv auf dem PC. Ganz ohne Klassen, aber dafür mit vielen verschiedenen Skills. Das Spiel überzeugte mit einem actionreichen Kampfsystem, in dem man jeden Schlag selbst zählen muss. Im Mittelalter-Setting könnt ihr Burgen belagern und hoffentlich erobern, Quests und Events abschließen und sogar raiden. Auch das Crafting spielt bei Gloria Victis eine große Rolle. Mit 15 verschiedenen Berufen könnt ihr beispielsweise Schmied, Koch oder Holzfäller werden. Das Spiel ist vor allem für die PvP-Fans unter euch interessant, denn überall im Spiel könnt ihr euch gegen andere Spieler messen. Ihr schließt euch einer der 3 Nationen an und bekämpft die 2 anderen. Je nachdem, in welchem Gebiet ihr euch die Köpfe einschlagt, könnt ihr dann 0 bis all euer Gear verlieren. Dann wartet auch noch eine 1v1-Arena mit spannenden Duellen auf euch. Nach dem offiziellen Release Anfang 2023 hatte Gloria Victis knapp 4200 Spieler gleichzeitig online, verlor aber schnell wieder die meisten davon. Leider wurden die Server nur 7 Monate nach Release eingestellt. Mit bunter Anime-Grafik und Mobile-PC-Crossplay ist Summoner's War Chronicles wohl genau das Gegenteil von Gloria Victis. Bevor es losgeht, müsst ihr euch erstmal zwischen 3 sogenannter Beschwörern entscheiden. Leaf ist ein Tank, der sich auf Nahkampf spezialisiert, Oriba ist ein Fernkampf-Damage-Dealer und Kina übernimmt die Rolle des Heilers. Wie der Name schon sagt, könnt ihr mit eurem Beschwörer bis zu 350 verschiedene Monster mit auf das Schlachtfeld als Unterstützung bringen. Summoner's War Chronicles kann mit actionreichem Combat und typischen MMORPG-Elementen wie Quests, Dungeons und Raids überzeugen. Für die Charaktersammler und Anime-Fans unter euch ist es auch heute noch eine gute Wahl, auch wenn es durch Casual-Pop-Ups und Login-Belohnungen mal zu viel werden könnte. Am Release hatte das Spiel sogar knapp 40.000 gleichzeitige Spieler und heute eine kleinere, aber stabile Playerbase. Die Neuauflage von Bless Online, Bless Global, gefiel von Anfang an schon nicht jedem. Bless Online war ein exklusives PC-Spiel und bei Bless Global wurde durch Autoplay und PC-Port schnell klar, dass der Fokus auf dem Mobile-Markt liegt. Ihr könnt zwischen 5 verschiedenen Klassen wählen, Berserker, Mage, Ranger, Crusader und Priest. Das sind zwar 2 Klassen weniger als in Bless Online, aber dafür kann das detailreiche Zähm-System, das euch erlaubt, Monster in der offenen Welt zu Reittieren zu machen, viele Spieler zurückgewinnen. Durch Quests und Monster töten könnt ihr euren Charakter leveln und eure Ausrüstung upgraden. Leider passiert das alles mehr im Autoplay als mit euren eigenen Händen, deswegen empfehlen wir Bless Global eher für die Mobile Gamer. Bless Global auf Steam hat so gut wie keine Spieler übrig und kann auch in den Bewertungen nicht prahlen. 2008 erschien erstmals das von NCSoft entwickelte Aion. Und im April 2023 wurde es dann mit dem alten 2.0-Patch als Aion Classic neu aufgelegt. Auch wenn Aion Classic ein paar Neuerungen hat, könnt ihr wie früher euren Charakter bis Stufe 55 leveln, sowie Dungeons erobern und andere Spieler im PvP besiegen. Für alte Aion-Fans ist Aion Classic also eine tolle Option, um in die alten Zeiten vor Autoplay zurückzukehren. Auch wenn es in Aion Classic viel um PvP geht, kann auch der PvE-Content interessant und schwierig werden. Das neue optionale Abo Seals Energie muss einiges an Kritik einstecken, das immense Boni für Loot und Ingame-Währung bietet. Trotzdem hat sich Aion Classic laut Gameforge mit 1,2 Millionen erstellten Charakteren und einer Gesamtspielzeit von über 5000 Jahren gut geschlagen. Das düstere ISO-MMORPG Mad World Age of Darkness überzeugt mit handgezeichneter Grafik, die das Spiel direkt auffallen lässt. Ganz ohne Klassen wählt ihr aus einem Arsenal eure Skills und Weapons of Choice. Die Waffen sind sogar mitten im Kampf wechselbar. Je weiter ihr kommt, desto schwerer werden die Gegner. Deswegen solltet ihr für die schwersten Bosse gute Strategien parat haben. Anstatt Gilden gibt es bei Mad World Age of Darkness Stämme, die auch Krieg gegeneinander führen können. Auch viele Endgame-Zonen haben PvP. Wenn ihr nach einem komplexen MMORPG sucht, das ihr sogar ganz einfach über den Browser zocken könnt, seid ihr bei Mad World Age of Darkness an der richtigen Adresse gelandet. Leider konnte das Spiel nie einen großen Hype gewinnen und liegt heute mit allerhöchstens 2 Spielern auf dem Steam-Friedhof. Das im Mai 2023 erschienene Ethereal Echoes of Yore versuchte sich an einer eher klassischen MMORPG-Rezeptur. Durch ein umfangreiches Skillsystem und Point-and-Click-Aktionen ähnelt es wohl am meisten Oldschool RuneScape.
Ihr schlagt euch durch eine vielseitige Welt, Gebirge, Wüsten und Schneelandschaften, sowie 8 verschiedene Dungeons, Raids und Worldbosse warten auf euch. Aber Vorsicht, wenn ihr im Kampf besiegt werdet, verliert ihr ganz schnell eure hart erfarmte Rüstung. Je mehr Risiko ihr eingeht, umso größer wird aber eure Beute. Bei den Hardcore-Oldschool-MMORPG-Fans konnte Ethereal Echoes of Yore anfangs über 1800 Spieler gewinnen, jedoch durch viele technische Probleme, einen langweiligen Einstieg und eine schlechte Steuerung konnte das MMO langfristig keine Fans gewinnen. Gesellt sich heute mit maximal 10 bis 20 Spielern zu Mad World Age of Darkness auf den Steam-Friedhof. Im Gegensatz dazu konnte sich Palia eine immer noch große Fanbase sichern. Gemacht von Gaming-Veteranen von Blizzard und Riot Games, ist Palia ein sehr einzigartiges MMORPG. Denn im Gegensatz zum Standard kämpft ihr euch in Palia nicht durch Dungeons und Raids. Es orientiert sich beim Gameplay eher an Spielen wie Animal Crossing. Ihr könnt die NPCs mit reichen Hintergrundgeschichten ausfragen oder euer eigenes Haus aufbauen und mit hunderten von verschiedenen Gegenständen dekorieren. Es gibt unzählige verschiedene Aktivitäten, denen ihr nicht nur Ressourcen sammeln, sondern auch verarbeiten könnt. Das alles könnt ihr dann auch noch gemeinschaftlich mit euren Freunden erleben oder ihr trifft ganz neue Leute in einer Shared World. Mit Free-to-Play und ganz ohne Pay-to-Win, aber mit kosmetischen Sets im Cash-Shop, verärgert Palia auch niemanden. Wenn ihr nach einem entspannten, Gute-Laune-Spiel sucht und auf Housing und Ressourcen sammeln steht, seid ihr bei Palia genau an der richtigen Stelle. Palia erschien mit bis zu 12.000 gleichzeitigen Spielern im März, was im September auf sogar fast 13.000 angehoben wurde. Allgemein sind jeden Tag zwischen 3.000 und 7.000 Spieler gleichzeitig online, was Palia eines der erfolgreichsten MMORPGs von 2023 macht. Dieses Jahr sind dann noch 2 Spiele von Amazon Games erschienen, bei denen wir noch nicht ganz wissen, wohin die Zukunft führt. Obwohl Throne and Liberty anfangs gar nicht gut in Korea ankam, hatte das PvP Tap Target MMORPG einen super starken Start auf Steam mit bis zu 330.000 gleichzeitigen Spielern. Diese Zahl ist aber mittlerweile auf ein Drittel geschrumpft. New World Eternal war nicht wirklich ein neuer Release, außer auf der Konsole. Das bereits bekannte MMORPG versuchte sich nur 2 Wochen nach Throne Liberty Release mit einer Neuauflage des 2021 erschienenen New World. Leider können wir die Zahlen des Konsolenmarkts nicht lesen, aber auf Steam ist New World von rund 7.000 Spielern auf bis zu 60.000 gesprungen, hat aber ebenfalls mehr als die Hälfte der Spieler wieder verloren. Throne Liberty und New World Eternum nehmen wir uns 2025 nochmal genauer unter die Lupe. 2023 und 2024 sind viele MMORPGs erschienen und gestorben. Aber Spiele wie Palia geben uns Hoffnung, dass auch kleinere Studios ganz tolle MMORPGs machen können. Fallen euch noch weitere MMOs ein, die wir nicht erwähnt haben? Dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.